Und schönen guten Tag, Leute. Willkommen zum nächsten Video. Endlich geht's los. Das ist unser großes Weihnachtsgewinnspiel. Ich wünsche euch da schon mal viel Erfolg und Glück dabei. Und vor allem mit viel Spaß bei meinem neuen Video. Und zwar der zweite Part von meinem Rückblick, von meinem Roadtrip durch Deutschland. Und der wird jetzt besonders spannend, denn jetzt war ich ja bei meinen ganzen Kollegen unterwegs, dem Cord, dem Lennart, dem Shelf und dem Noe One. Also würde ich euch raten, unbedingt dran zu bleiben. Und danach geht's dann los mit dem Gewinnspiel. Also viel Spaß beim Video und bis später. Jo, dann das nächste Ding war dann in Dresden gewesen. Da war ich dann ja beim lieben Kurt eingeladen bei ihm. Und ab da ging es erstmal, fand ich, richtig los mit dem Trip. Ja. Das war halt dann... bisschen hat sich so gesehen und direkt los angefangen zu reden über dies und das, ne, weil auch wieder nicht viel Zeit, wie immer, ne, keine Zeit. Aber er hat eigentlich viel zu viel zum Reden gehabt eigentlich. Der hat dann auch relativ schnell vorgezogen. Da habe ich mir natürlich noch ein bisschen rangehalten, weil auch ja am selben Tag wollte ich halt noch nach Hamburg fahren. Und aber hat man halt gemerkt, ich war glaube ich... 7 Stunden war ich, glaube ich, nur da. Nur 7 Stunden in Dresden, weil ich dann weiter musste. Aber man hat gemerkt, es war halt viel, viel zu wenig Zeit. Man hätte noch zig Stunden weiter unterhalten können. Und das Wetter hat Gott sei Dank auch gut gehalten. Und aber es war echt ein geiles Gelände da. Am selben Tag war auch ein Workshop da gewesen. Es waren vielleicht so 20 Kinder. Sogar dann mit Mittagessen. Also war alles am Start gewesen. Ja, war im Großen und Ganzen eigentlich... ein recht erfolgreicher und geiler Tag gewesen. Also wie gesagt nochmal, also da habe ich dann wirklich halt auch gemerkt, wie sinnig das war, auch diesen Roadtrip dann zu machen durch Deutschland und sich halt wirklich mit Leuten zu treffen, zu malen, wirklich auszutauschen. Und da hat es also vorher auch schon Bock gemacht, aber da hat es wirklich halt richtig Bock gemacht. Da kann ich jetzt schon mal sagen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, sowas mal zu machen, muss jetzt nicht so deutschlandweit sein, aber wenn ihr mal irgendwie die Chance habt, mal zu anderen Leuten zu fahren, sich mit denen auszutauschen, mal was zu malen, das bringt einem unheimlich viel. Und dieser Austausch, also ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist wirklich sehr geil und macht halt riesen Spaß. Also dann nach dem Kurt bin ich ja dann direkt zum Lennart weitergefahren nach Hamburg. Und das war, glaube ich, bin so 16, 17 Uhr losgefahren. Und das war ja ein bisschen platt war ich schon, weil ich bin, glaube ich, schon... Ja, Dresden? Waren es 3 Stunden? Nee, ich glaube, es waren 2,5 Stunden, bin ich, glaube ich, gefahren. Und dann halt noch gemalt und alles so und wieder, naja, man konnte sich Besseres vorstellen, als danach zu wissen, yo, ich muss jetzt noch 4 Stunden nach Hamburg fahren. Und das habe ich dann mittendrin auch gemerkt und Gott sei Dank hatte ich diese Pause gemacht, noch 1,5 Stunden vorher, weil sonst, ja, hätte es passieren können, dass ich doch mal in diesen Sekundenschlaf rein verfalle und das wäre natürlich richtig mies. Leicht geworden, ja. Also das war schon heavy da, diese Gurkerei, ja. Ich war dann wirklich froh, wo ich dann beim Lennart zu Hause war. Ja, stimmt, wo ich es gerade wieder sehe, mit Berlin hatte ja leider nicht funktioniert. Ja, das fand ich halt auch echt schade, weil es war ja, lief alles, wie gesagt, wegen dem schlechten Wetter bei dem Auftrag, den ich da gemacht habe mit dem Vogel. Und dann hatte ich so zwischendrin auch gemerkt, ich sag mal, ich habe die Tage dann doch schon gemerkt, wo ich dachte, Alter, das artet schon jetzt wirklich in Stress aus und eigentlich hast du ja Urlaub und sollst ja ein bisschen gechillten machen, ja. Dann dachte ich mir, nee, was sollst du dich halt stressen, extra nach Berlin hoch zu fetzen, ja. Und ich wollte gern in den Wildstyle Shop, dachte ich mir, yo, der rennt ja nicht weg, irgendwann wird es schon mal klappen. Ja, ich habe mich da jetzt speziell mit keinem getroffen, sage ich mal. Dass da jetzt irgendwie ein fester Termin im Raum stand und wie gesagt, ich wäre gern hingefahren, aber zeitlich hat das leider nicht so funktioniert. Naja, beim nächsten Mal hoffentlich. Da, wo ich dann mit dem Lennart malen war, an dieser Deichhall, das war schon echt ein geiles Ding. Auf der einen Seite hat es da halt, wo wir gemalt haben, diese normale senkrechte Wand gehabt und auf der anderen Seite war schon die Wand so leicht schräg gewesen, hatte auch sowas für sich. Und da gab es sehr viele Konzepte und auch riesige Murals. Ist das richtig ausgesprochen? Murals. Und das Geilste fand ich eigentlich, das war so eine Konzeptwand, das war so Gotham City mit Batman und Joker und das war auch, ich glaube an der Stelle war das Ding locker
weiß nicht, waren das 10 Meter hoch und dann bisschen 30 Meter lang oder so. Also das war halt schon richtig geil. Was halt ärgerlich war, dass da halt viele schon wieder irgendwie immer irgendeine Scheiße reingetaggt haben. Ja, so, ja. Und da kann man wieder nur sagen, nehmt die Dosen mit von den Halls, damit die Kiddies da nicht anfangen, da in die Bilder rein zu taggen, ja. Weil wenn dann so ein kleiner Bub da so eine Can findet da, so eine Dose, und dann, ach ja, lustig, und macht da irgendwelche Strichchen dann so Bilder rein, und das ist halt scheiße. Wir hatten uns dann so eine Workshop-Wand ausgesucht, weil halt, ich glaube, was hat er gemeint? Ich glaube, auch viele neue Sachen da waren, und wir waren uns nicht ganz sicher, wo wir jetzt malen sollen, haben wir gesagt, so, dass geringste Übel ist einfach die Workshop-Wand, und haben einfach da dann angefangen zu malen. Ja, mit dem Bild, was ich da gemalt habe, das war so, also eigentlich wirklich das Bild, mit dem ich von dem ganzen Trip am wenigsten zufrieden war, weil das war auch dann den Abend vorher noch schnell auf Krampf eine Skizze gemacht irgendwie, und ja, weil ich dann wusste, wenn ich dann eh Freestyle dann an die Wand gehe, da kommt dann halt echt wirklich der letzte Murks bei raus. Ja, wir haben relativ spät angefangen, weil der Lennart musste noch für einen Workshop, musste noch Dosen besorgen. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß. Hamburg an der Schanze. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn jemand weiß, welchen Laden ich meine. War mal noch kurz gewesen, hab sogar einen alten Kollegen wieder getroffen. Der wohnte da auch genau in der Nähe, das war halt richtig geil. Hat man sich da halt vom Laden getroffen. Ja, und bis wir halt so da mal hinkamen, ich glaube, wir haben um 17 Uhr erst angefangen mit Malen, und da wurde das Wetter ja auch schon ein bisschen so diesiger, ja, so grau und alles. Mussten wir ja abbrechen, wie man dann im Video gesehen hat, und dann dachte ich mir, ja, shit, du kannst das Bild nicht fertig machen und musst da so ein halbfertiges Bild stehen lassen. Das war natürlich, ja, eine blöde Situation, sage ich mal, weil das macht mir schon ungern, dann ein Bild nicht fertig zu malen und dann einfach abzuhauen. Aber zum Glück konnte ich ja am nächsten Tag nochmal hin, bei echt gutem Wetter. Bloß der Lennart, der hatte da keine Zeit, weil er musste den Workshop weitermachen, und kam dann aber ja, wie man ja gesehen hat, später hin und hat dann noch seinen Wolverine fertig gemacht. Aber so, wie gesagt, das war dann der zweite, den ich dann getroffen habe da in Hamburg, und ja, das war halt auch eine ganz andere Erfahrung, weil der Lennart ist ja halt ein Auftragsmaler, und was halt total geil war bei ihm, ne, alles überall Dosen, überall Leinwände und so, total geil, ja. Den Raum gesehen, wo er dann auch seine Videos aufnimmt und alles, also schon ziemlich geil, und halt sich auch da auszutauschen. Ich weiß noch, ich kam um 22 Uhr abends an, so, und dann bin ich halt rein mit meinem ganzen Kram und so. Dann haben wir uns hingesetzt und wir reden und reden. Dann guckst du mir irgendwann auf die Uhr und merkst so, oh, Alter, wir haben 3 Uhr morgens. Man sollte sich da vielleicht doch mal langsam hinlegen und schlafen, weil man ja morgen noch was machen will. Also es geht halt so schnell rum, weil man hat so viel zu erzählen, dass man vielleicht gar nicht denkt, aber eins führt zum anderen. Und wirklich dieser krasse Austausch, ja, also muy bien. Ja, das nächste Ding war dann beim guten Shave. Grüße an dieser Stelle. Und da haben wir uns in den Wald verzogen, bei ihm kurz um der Eck. Denn bei ihm gibt's leider nicht unbedingt so die Wände, wo man legal malen darf, leider. Aber weil er sehr viele, oh Gott, nicht, was waren das? Tannen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall senkrecht wachsende Pflanzen auf jeden Fall. Jetzt rede ich wieder. Da konnte man halt sehr gut auch Folie spannen. Und es hat sich halt an dieser Lichtung da sehr gut gemacht. Ja, da hatte ich jetzt am Anfang ja das erste Mal mit meinem Smartphone noch ein bisschen was gefilmt, weil ja die GoPro schon drauf war und ich ein bisschen zu faul war. Genau, was mir noch einfällt, was wirklich gut war, ist, er hatte Schokobons dabei. Das war sehr gut. Und was dann im Nachhinein beim Schneiden so wirklich nervig schon war, ist, ihn wirklich unkenntlich zu machen. Da, Alter, das war so eine Frickelarbeit. Ich sag mal, die Software, ich schneide mit Premiere, ihr kommt ja schon ein bisschen entgegen, aber teilweise musst du dann wirklich Frame für Frame diese Maske mitschieben, weil es dann doch nicht so ganz klappt. Und da habe ich wirklich Stunden versenkt, ja, an das Ding, und das war dann doch ein bisschen nervig, wo ich dachte, also die Zeit hättest du auch anders investieren können, aber nun gut, ne? Man will ja nicht zu viel meckern, ist ja das Hobby, was man ja gerne macht. Aber das war halt dann so auf Dauer. Ich würde das jetzt nur machen müssen, immer so Masken verschieben, so Frame für Frames irgendwie. Boah, das wäre mir echt zu blöd und zu langweilig. Ja, da ist mir halt wieder aufgefallen, so wirklich
feinen Details hinzukriegen auf der Folie ist dann echt doch nicht so einfach. Durch die ganzen Wellen, die du dann doch da drin hast, ist es teilweise doch ein bisschen frickelig, da was hinzukriegen. Aber es ist halt mal doch wieder was anderes, dann doch mal auf so einer Oberfläche was zu machen. Also ich mach's dann ab und zu doch mal ganz gerne, ja, und vor allem, wenn du halt sonst keine Möglichkeit hast, ist das halt echt eine super Alternative, ja, so. Das Ding war auch, wir kamen danach noch später noch auf die Idee, weil es da ja so viele Bäume gab, wo man hätte Folie spannen können. Da haben wir uns echt so überlegt, es wäre echt geil, wenn man da wirklich so eine Galerie draus machen würde, wenn man wirklich jeden Baum irgendwie bespannen würde und das dann wie so eine, ja, Galerie im Freien hätte, ja, in der freien Natur. Das wäre eigentlich schon ganz geil, ja. Das müsste man eigentlich echt mal machen, irgendwie so eine Jam im Wald irgendwie oder weiß nicht, irgendwo anders, wo man halt dann nur Folie spannt und das dann halt wie so eine öffentliche oder so eine Galerie über freien Himmel wäre. Das wäre endlich mal ganz geil, so ein Ding. Ja, dann auch schon die letzte City auf meinem Weg, muss sagen, also Richtung Emden. Das war schon richtig geil da gewesen. Vor allem der Weg dahin, so die riesigen Wiesen mit den Kühen und so, mit den ganzen Bächlein und den Seen, das war schon sehr geil. Der Weg dahin, das war schon, deswegen hat es schon gelohnt, dahin zu fahren. Ja, der Noe, der hatte ja uns dann eine Skatehalle organisiert, wo wir dann malen konnten und hätten es eigentlich gar nicht gebraucht, weil an dem Tag war halt wirklich Bombenwetter für draußen eigentlich. Aber im Norden Deutschlands weiß ja nie so, wie das Wetter ist, ne? Also war schon besser so. Der hat ja auch dann einen Livestream gemacht und war dann auch ja für mich Premiere, den ersten Livestream mal zu machen. Hatte ich auch vorher mal angekündigt, dass da beim Noe dann was kommt. Hat auch wirklich echt Bock gemacht, mit den Leuten dann zu interagieren, ja, mit denen zu reden, was so abgeht und so. Und das war schon sehr geil eigentlich. Das Blöde war, man hat zwar dann immer gemalt, geguckt, aber man hätte wirklich dann neben sich schon so ein noch netten Notebook haben müssen, wo man dann die Kommentare lesen kann und so nebenbei und nicht immer nach hinten rennen. Das war ein bisschen blöd, aber so groß und ganzen war das schon, hat echt schon Bock gemacht. War echt schon geil. Alles Brutale war halt in der Halle, wir haben zwar an diesem großen Tor gemalt, aber trotzdem ohne Maske wärst du da drin echt verreckt. Das war so extrem mit den Dämpfen da drin. Also deswegen durften auch dann, ich weiß nicht, da kamen noch ein paar Kinder, die wollten zugucken, aber die konnten da nicht drin bleiben, weil das war echt nicht so gut gewesen. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an die Freundin von Noe, auch die Freundin vom Shelf hat uns ja dann auch wirklich super versorgt mit Essen da, das war natürlich auch so super klasse. Ja, und wo es dann, also Bild und so kam auch wieder super an bei den Leuten. Ich war dann doch irgendwo froh, wo es dann zu Ende war, aber irgendwo dachte ich mir, also am nächsten Tag vor allem, wo ich dann losgefahren bin, wieder vom Hotel aus, schade, dass es doch jetzt schon vorbei ist, ja, dachte ich mir, was eine geile Erfahrung. Eigentlich viel zu wenig Zeit, um das Ganze eigentlich dann wirklich aufzunehmen und zu verarbeiten. Wirklich zu realisieren, was da gerade abging, dass du jetzt durch ganz Deutschland irgendwie mal so eine Schleife gefahren bist, da so einen Bogen, ja. Und dann, das war halt auch das Krasse, du hast dich mit Leuten getroffen, die kennst du halt aus dem Internet, ne? So der Mensch aus dem Internet. Und dann, da sind wirklich innerhalb nicht mal von Tagen, von ein paar Stunden, sind da wirklich dann schon so kleine Freundschaften draus geworden. Und das war halt unglaublich geil, ja. Also da habe ich dann auch gemerkt, so wenn dann mal Zweifel da waren, ja, sollst du es durchziehen und überhaupt so. Und dann wusste ich genau, Gott sei Dank hast du das gemacht. Genau deswegen hat sich das sowas von 1000%ig gelohnt, finde ich. Und ja, deswegen war halt auch dann ein bisschen traurig dann zum Schluss, dass es dann halt doch zu Ende ging, aber es war halt auch schön, solange es währte. Und also, ich würde es immer wieder machen, ja, also es ist total geil. Klar, die Gurkerei, die Fahrerei, das ist dann schon ein bisschen nervig, wenn du alleine fährst so, aber ich würde es halt super gern wieder machen. Also es war halt echt mega geil. Wie gesagt, Grüße an die ganzen Jungs, mit denen ich mich treffen konnte, dass es alles so geklappt hat überhaupt. Auch beim Lennart, dass ich bei dem pennen durfte und alles und sowieso, dass die mich eingeladen haben und dass es alles so harmonisch ablief. Zwischendrin dachte ich mir so, das ist ja eigentlich schon irgendwie komisch, warum ist das so harmonisch zwischen denen allen so, dass man sich direkt so versteht so, aber dass wirklich diese Leidenschaft fürs Graffiti, so fürs Malen, ja, dass dann da, wie gesagt, dann wirklich schon Freundschaften in der kurzen Zeit draus geworden sind. Wie gesagt, sagt, jederzeit gerne wieder. Das war jetzt mein, in Anführungszeichen, kleines Feedback zum zweiten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bevor das die ganze Show hier weitergeht, zeige ich euch erstmal, was ihr denn gewinnen könnt.
Und zwar habe ich für das erste Gewinnspiel für euch zwei Marker. Und zwar einmal von Molotov, One for All, Acrylic 127 HS in Schwarz, 2 mm stark. Und dazu noch einmal auch von Molotov den Liquid Chrome. Auch in der Stärke 2 mm. Wir starten nämlich erstmal ruhig in die ganze Kiste rein. Aber ich denke mal, mit Liquid Chrome und noch einem schwarzen Marker, da kann man, denke ich mal, schon so einiges mit anstellen. Also das könnt ihr gewinnen. Viel Glück, meine Freunde. Viel Glück. Und diese beiden Marker könnt ihr gewinnen, indem ihr folgende Frage beantwortet. Und zwar, einige haben da schon das letzte Video sehr oft geschrieben. Ja, ihr seid doch aufmerksamer, als ich vermutet habe. Also ich dachte, naja, vielleicht kommen ein paar Kommentare, aber es kann man doch einige. Und zwar, wie oft habe ich im Ankündigungsvideo, also das letzte Video jetzt, wie oft habe ich da meine Handschuhe gewechselt? Das ist die erste Frage. Schreibt es unten in die Kommentare. Und jetzt nochmal die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel. Und zwar, ihr müsst 14 Jahre alt sein. Ihr müsst Abonnent dieses Kanals sein. Denn das Gewinnspiel, wie schon gesagt, soll nur für meine Abonnenten sein, als Dankeschön für euch. Und damit ich auch sehe, dass ihr diesen Kanal abonniert habt, müsst ihr halt eure Abos öffentlich schalten. Das Gewinnspiel, die einzelnen werden eine Woche laufen. Sprich, heute haben wir den 1. Dezember. Das heißt, die Auflösung gibt es dann am 7. Dezember. Also dann wird die Auslosung sein. Und ich werde denjenigen dann anschreiben und der hat dann eine Woche Zeit, drauf zu reagieren. Wenn es nicht der Fall ist, wird dann der Preis neu verlost. Und zwar, wenn ihr die Fragen beantwortet, also unten in den Kommentaren immer noch mit dazu schreiben, wie ich euch kontaktieren kann, entweder per Facebook, Instagram oder per E-Mail. Das ist vor allem ganz wichtig. Und ich glaube, das war's soweit erstmal. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt vor allem Spaß und vor allem Glück beim Gewinnspiel. Ja, dann noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Ciao. PS, für alle, die jetzt doch noch da sind, da kommt doch noch ein bisschen was. Hätte ich fast vergessen. So, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Aber bevor die ganze Show jetzt hier zu Ende geht, von meinem kleinen Rückblick zu meinem Roadtrip, denn das Video sollte ja schon lange, lange eigentlich draußen sein, aber ich kam halt leider nicht dazu. Wie wahrscheinlich jetzt alle hoffentlich wissen, denn ich habe ja ein Präsent noch bekommen. Moment! Ja, es ist schon offen, ich halte es mal so und ja, es ist anscheinend ein Paket mit Stickern, wo Writer's Corner draufsteht und das Video dazu wird es dann vielleicht das nächste Mal geben, das übernächste Mal, ich bin mir noch nicht sicher, aber interessant. Und vor allem von wem ich das bekommen habe, dürft ihr gerne rätseln. Auf jeden Fall kommt da noch mal wieder ein kleines Unboxing von dem Paketchen, denn derjenige hat mir schon Löcher im Bauch gefragt, ja, wann kommt denn endlich mal das Unboxing von dem Paket. Auf jeden Fall bald ist es soweit und seid gespannt. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video, wie gesagt, mein kleiner Rückblick. Ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde. Ciao.